Hallo und herzlich willkommen zurück. Weiter geht's mit Gorki 17. Wir hatten zuletzt die unsichtbaren Gegner besiegt, heilen uns jetzt mal nochmal kurz. Jo, das passt alles. Wir haben den Stromgenerator wieder angestellt und können jetzt wieder nach oben gehen, nachdem wir ja auch die Teleporter-Falle da deaktiviert haben. Und schauen einfach mal, was so Schönes passiert, wenn wir jetzt da hochgehen. Dramatik pur. Aha, dann gehen wir doch gleich mal in dieses Computerzentrum hier. Und dann gehen wir mal an die Workstation. Und benutzen mal die Matrix-Disks. Dobrowski, zum Teufel, wie konnten Sie... Es würde zu lange dauern, das jetzt zu erklären. Wie Sie sehen, lebe ich noch, was ich Ihnen zu verdanken habe. Aber jetzt gibt es Wichtigeres zu klären. Zuerst müssen Sie mir etwas erklären. Wir haben Leute getroffen, denen Sie Briefe geschrieben haben. Was war... Ich weiß, welche Fragen Ihnen auf den Lippen brennen. Und Sie werden sehr viele Dinge verstehen, sobald ich mit meinen Ausführungen fertig bin. Lassen Sie mich also bitte ausreden. Nö. Also gut, wir sind ganz Ohr. Höchstwahrscheinlich wissen Sie schon, dass es in Russland eine Stadt namens Gorki 17 gegeben hat, die von der russischen Luftwaffe bombardiert und zerstört worden ist. Woher wussten Sie? Bitte. Gorki 17 wurde wegen eines russischen Experiments mit dem Codenamen Daschas Familie zerstört. Sinn dieses Experiments war die Bestätigung bahnbrechender Forschungen in hyperdimensionaler Physik und die Entwicklung eines Teleportationsgeräts, das diesem hier ganz ähnlich ist. Natürlich war es ein militärisches Projekt. Zunächst wurden Tiere erfolgreich teleportiert, dann begann man Menschen zu teleportieren. Alles war in Ordnung, aber nach 2 Wochen begannen die Testpersonen sich merkwürdig zu benehmen. Ihre Hautfarbe veränderte sich, sie bekamen Schmerzen und sie wurden äußerst aggressiv. Nach wenigen Tagen mutierten sie und wie Sie bereits gesehen haben, hatten sie danach nichts Menschliches mehr an sich. Aber die Wissenschaftler stoppten das Experiment nicht. Diejenigen Testpersonen, die nicht infolge ihrer schwerwiegenden organischen Veränderungen gestorben waren, wurden kaltblütig exekutiert. Dann nahm das Team einige Veränderungen am Teleporter vor und setzte das Experiment fort, als wäre nie etwas gewesen. Zeitdruck zwang die Forscher diesmal ganz auf tierische Testobjekte zu verzichten. Also heuerte man für ein paar Kopeken unwissende Bettler und Straßenkinder aus der Umgebung als Versuchskaninchen an. Der modifizierte Teleporter erwies sich als noch effektiver, im übelsten Sinne. Jeder teleportierte Mensch mutierte quasi sofort. Und das Schlimmste daran, aus irgendeinem Grund verbreiteten sich die Mutationen wie eine Seuche. Es klingt unglaublich, aber scheinbar hat der Prozess der Teleportation ein Virus hervorgebracht, das wie ein Mutagen wirkt. Auch die Forscher, das Personal und die Soldaten, die gar nicht teleportiert worden waren, begannen zu mutieren. Alles geriet außer Kontrolle, also beschloss man, die ganze Stadt zu zerstören. Alle wurden getötet, außer mir. Ich komme jetzt nicht mehr ganz mit. Was soll das? Ich bin der einzige Überlebende der Katastrophe von Gorki 17. Ich war eine der Versuchspersonen bei diesem Experiment. Aber aus irgendeinem Grund wurde ich nicht infiziert. Man brachte mich hierher, um mich unter Quarantänebedingungen weiter zu studieren. Sie wollen Gorki überlebt haben? Hört sich sehr weit hergeholt an. Was für eine Rolle haben Sie hier gespielt? Nun, wie Sie sehen, ist das Experiment abermals gescheitert. Dieser Ort war sozusagen das Ersatzlabor, von den Russen nur CBL Dasha 2 genannt. Als hier alles evakuiert wurde und die Hölle auf Erden losbrach, haben sie mich als potenziellen Wirtskörper des Virus natürlich nicht mitgenommen. Sir, diese Geschichte erscheint mir mehr als dubios. Dobrowski, ich hoffe für Sie, dass Sie die Wahrheit sagen. Und jetzt glaubst du wohl, du hast dich unsterblich gemacht, du armer Ära. Aber so verstehen Sie doch. Ich glaube, wir können die Matrix-Disks dazu benutzen, den Mutationsprozess umzukehren.
Aber warum haben Sie uns das nicht schon vorher gesagt? Warum sind Sie weggerannt? Ich hatte Angst. Es sind zu viele verschiedene Parteien involviert. Ich wusste nicht, ob ich Ihnen trauen kann. Jetzt weiß ich es. Wir können all diese Leute retten. Sie haben recht, Dobrowski. Hier haben einige Leute die Finger im Spiel. Und ich habe mittlerweile ein großes Problem damit, noch irgendjemandem zu vertrauen. Aber gut, wir setzen Ihren Plan in die Tat um. Doch eines sage ich Ihnen, keine faulen Tricks oder wir jagen Ihnen, ohne mit der Wimper zu zucken, eine Kugel in den Kopf. Das ist doch absolut idiotisch. Woher wissen wir, dass diese Disks uns nicht ins Jenseits befördern, ne? Von der ersten Minute an habe ich gleich gewusst, dass dieser Kerl uns nur Ärger bringen würde. Und ich hatte recht. Seien Sie still, Ovitch. Mal sehen, ob die Matrix-Disks noch funktionieren. Komm schon, das gibt's doch gar nicht. Es passiert nichts. Finger weg von der Apparatur, Sullivan. General Lamere, was machen Sie denn hier? Tut mir leid, Sir, aber das kann ich nicht tun. Die Welt will wissen, was hier geschehen ist. Und jetzt weg von der Maschine. Nein. Ich habe eine Menge Fragen an Sie, Sir. Vielleicht können Sie mir ja sagen, warum NATO-Soldaten den Befehl hatten, uns umzubringen. Sie wissen nicht alles. Die Situation ist viel komplexer, als Sie denken. Manchmal muss man sich eben für das kleinere Übel entscheiden. Und manchmal ist es nötig, 3 Leben zu opfern, um Millionen anderer zu retten. Ich dachte, wir wären auf derselben Seite. Dieses Ding hier schert sich einen Dreck um Seiten. Es ist jenseits von Gut und Böse. Die Sache ist etwas außer Kontrolle geraten. Group 3 hätte sie und ihre Männer ausschalten sollen. Aber sie hat versagt. Captain Sullivan, für Ihren außergewöhnlichen Mut und Ihre Entschlossenheit werden Sie mit der Ehrenmedaille für Gefallene ausgezeichnet werden. Ach, wirklich? Soll ich Ihnen mal zeigen, wo Sie sich Ihre Ehrenmedaille hinstecken können? Erschießt sie! Na, endlich geht's ja mal ab. Ja, das sind ja interessante Wendungen, besonders Dobrowski, Wassili Dobrowski, unser guter Freund. So, ich schau hier gleich mal, ohne lange zu fackeln. Ja, Betäubungsbombe, machen wir doch. Wir betäuben die beiden Herrschaften hier. Es sind nur 4 Leute, aber ich möchte das trotzdem ganz ordentlich machen. Wenn es geht, ohne Schaden zu nehmen selbst. Und deshalb betäuben wir die einfach alle. Das sind ja Menschen, die sind anfällig gegen alles. Der Chef hier hat wieder eine etwas fettere Knarre, glaube ich. Die ein bisschen mehr Schaden macht als gewöhnlich. Schauen wir mal, können wir mit dem Raketenwerfer da... Ja, können wir. Naja. Okay. Haha. Können wir irgendwie 2 gleichzeitig treffen? Nee, können wir nicht. Also machen wir es nur so. Wir räumen erstmal ein bisschen den Weg frei hier, damit er uns nicht hier so doof im Weg rumsteht. Wiedersehen. Ah, das war doof. Mist. Aber nicht so schlimm. Wir haben ja noch unseren Freund die Schrotflinte. Damit können wir ja auch nichts tun. Scheiße. Da hat er auch noch... Ah, der hat noch Betäubungsbombe. Gut, dann betäuben wir den jetzt auch. Ich kann euch sagen, wir können jetzt alles verballern, was wir haben. Es ist scheißegal. Ach Moment, ich habe doch Ovitch diesen Energieblaster gegeben. Huhuhuhu. Den testen wir doch mal. Oh. Naja, so stark ist der jetzt nicht. Da hatte ich mir jetzt eigentlich mehr erhofft. Schauen wir mal. Ich würde sagen, den hier...
Ja, den kugeln wir mal ein bisschen an. Und als nettes Äquivalent dazu frieren wir den hier mal ein bisschen ein. So, haben alle? Ja. Triffst nicht. Wie geil. Wie super geil. Dafür geben wir dem jetzt eins mit dem Messer. Ach nee, mit der Uzi haben wir auch noch. Auf Wiedersehen. So. Was machen wir denn mit dir, Schönes? Ha, ha, ha. Ach, dich frieren wir auch mal ein. Und dem hier geben wir einfach von hinten eins mit dem Gewehr. Oh, 40, cool. Denn das Ionengewehr? Nee, noch nicht. Gut, dann muss es so klappen. Hm, ich hatte eigentlich gedacht, dass wir 30 schaffen. Mhm. Na gut, dann lassen wir uns eben mal treffen. Scheißegal. Okay, der ist dann auch bald tot. Ist egal, wie gesagt. Na komm. Es tut sich nichts. Sollten die Disks nicht irgendwas bewirken? Sie sind ein Vollidiot, Sullivan. Sie sind auf Dobrowskis Tarnung hereingefallen. Er ist nicht der... Dobrowski, wovon redet er da? Warum funktionieren die Disks nicht? Captain, schenken Sie seinem Geschwätz keine Aufmerksamkeit. Vielleicht brauchen die Disks etwas Zeit. Es wird funktionieren. Dieser Mann hat versucht, uns alle umzubringen. Ich bin mir sicher, dass er mit Kossow und seinen Spießgesellen unter einer Decke steckt, die mich gepeinigt und diese Hybriden hervorgebracht haben. Warum töten wir ihn nicht hier und jetzt? Wir kennen doch diese Aasgeier an den Schalthebeln der Macht. Die sitzen in ihren Elfenbeintürmen und denken unentwegt darüber nach, wie sie uns, das gemeine Volk, manipulieren und für ihre Zwecke benutzen können. Sie kennen meine Geschichte. Ich bin unschuldig. Er ist hier der Mörder. Jetzt haben wir die Gelegenheit, diesem selbstherrlichen Halbgott zu zeigen, wie es ist, am anderen Ende der Hackordnung zu stehen. Hören Sie nicht auf ihn, Sullivan, er lügt. Er war Kosovs rechte Hand und hat sie nur dazu benutzt, in das Labor zu kommen. Alleine hätte er das nicht geschafft. Halt's Maul! Halt's Maul, du Hurensohn! Oder ich bringe dich um! Dobrowski, rühren Sie sich nicht von der Stelle! Also gut, was soll's? Es stimmt. Sie haben mich ans Ziel gebracht. Sie haben das Labor gefunden. Sehen Sie, die Disks funktionieren. Macht ist ein so schönes Spielzeug. Schluss jetzt. Ich nehme sie fest. Zurück. Sterbt. Dobrowski? Dieses Vieh ist Dobrowski? Es ist hinter La Mer her. Vergesst den General. Er hat versucht, uns zu beseitigen, Sir. Immerhin ist er ein Mensch. Bewegung, Bewegung! Tja, wer hätte es gedacht, ne? Mutierter Dobrowski, na sowas. Aber ich kann euch sagen, mutierter Dobrowski hin oder her, jetzt müsste man ja denken, boah, das ist voll das Monster, ey, das ist das Schwerste von allen hier. Nee, ist es nicht.
Und jetzt kommt auch der Moment, weshalb ich hier gehamstert habe mit den Blitzschlag. Es hat 500 Lebenspunkte, das ist das Einzige, was an dem Vieh schwierig ist, aber das machen wir ganz einfach. 160. Energiestrahl. Na, jetzt nicht laggen, bitte. Och, jetzt haben wir hier noch einen Levelaufstieg und wir haben nicht gesehen, wie viel es abgezogen ist, aber er hat nur noch 140. Das sagt ja alles, würde ich jetzt mal behaupten. Wir beenden den Zug und schauen mal, wie es weitergeht. So, dann gehen wir mal hier hin. Nehmen mal unser Ionengewehr. Selbst darauf ist er anfällig. Wie billig und peinlich ist das denn? Und nur noch 5. Na sowas. Na dann machen wir doch das, was ich immer mache, wenn so wenig ist. Hack! Zack und auf Wiedersehen. Das war der glorreiche Endkampf. Super! Soldaten, bitte lasst... Ovid, Trantin? Abmarsch! Sie hätten mich nicht aufhalten sollen. Nicht, dass es eine Rolle spielt. Es gibt andere, aber die haben nicht... Welche anderen? Wenn es hart auf hart kommt, haben die nicht die Nerven. Die verstehen die Konsequenzen nicht. Anders als sie. Sie wissen davon. Hören Sie genau zu. Nur wenige Leute wissen das, was ich Ihnen jetzt erzählen werde. 1989 entdeckte einer unserer Jungs, ein Wissenschaftler namens Dexter. Dexter entdeckte, dass alle Menschen anscheinend ein besonderes, rezessives Gen haben, das sich auf unsere Körper sehr zerstörerisch auswirken kann. Jeder Mensch wird mit diesem Gen geboren. Und wenn das Dexter-Gen aktiviert wird, stirbt er. Früher oder später. Es gibt eine Theorie, wonach das Gen die ganze Menschheitsgeschichte über existiert hat, aber aus irgendeinem Grund inaktiv war. Erst in letzter Zeit muss es aktiv geworden sein. Der Grund dafür ist unbekannt. Jedes Jahr gibt es mehr Opfer. Ein Wunder, dass es uns gelungen ist, die Existenz des Gens so lange zu vertuschen. Aber die Zeit ist gegen uns. Vielleicht noch eine Generation. Dann ist die Menschheit verloren, mein Junge. Sagten Sie die ganze Menschheit? Das ist unglaublich. Wie konnte das passieren? Das wissen wir nicht. Noch nicht. Eines muss ich Sie noch fragen. Welche Rolle spielen die Russen in dieser Geschichte? Vor einiger Zeit hat unser Geheimdienst herausgefunden, dass die Russen heimlich Experimente in hyperdimensionaler Physik machten. Ihr brillantester Wissenschaftler Morozov hat ein Teleportationsgerät entwickelt, wenn auch nur auf dem Papier. Die Russen hatten Ideen, aber kein Geld. Wir beschlossen, ihnen zu helfen. Jetzt werden Sie sicher wissen wollen, warum. Die Antwort lautet, weil wir glaubten, die Teleportationstechnologie würde uns helfen, das Dexter-Gen auszurotten. Wir wollten es einfach aus der menschlichen DNA heraus teleportieren. Und nach Monaten der Zusammenarbeit mit den Amerikanern gelang es Morozov schließlich, die Technologie nutzbar zu machen. Aber danach weigerten sich die Russen plötzlich, uns das Gerät zugänglich zu machen. Und Morozov verschwand. General Kozov, der Projektkoordinator auf russischer Seite, wollte mit dem Teleporter wohl eine schnelle Mark machen. Er dachte, er könnte ihn dem Irak verkaufen oder uns oder irgendwem mit einer Menge Geld eben. Der Typ, den Sie gerade umgebracht haben, dieser Wassili Dubrovsky, ist eigentlich Morozovs jüngerer Bruder Wladimir. Er hat von Anfang an für Kozov gearbeitet. Kozov hat Gorki 17, die Stadt, in der sich das Labor befand, abgeriegelt. Dann begann Wladimir, die Technologie seines Bruders zu testen und Menschen zu mutieren. Nach nur
wenigen Tagen geriet alles außer Kontrolle. Kossow entschied dann, die ganze Stadt dem Erdboden gleichzumachen. Er wollte, dass seine russischen Vorgesetzten glauben, die Technologie sei zerstört. Verstehe. Aber das war sie nicht. Genau. Kossow von Wladimir Morozov beschlossen, ein neues Labor aufzubauen. Hier. Dann bekam Wladimir jedoch kalte Füße, weil er befürchtete, Kossow würde ihn umbringen, sobald die Arbeit erledigt war. Die Opfer seiner Experimente waren ihm egal. Es war nicht sein schlechtes Gewissen, das ihn zu diesem Schritt trieb. Ich bin überrascht, dass Sie nicht gemerkt haben, dass Wladimir Sie nur benutzt hat. Er sagte, er wolle mir die Stadt retten. Was ist, wenn das die Wahrheit war? Lachhaft. Wir haben Group One und später dann Sie geschickt, um das Labor zu finden. Tja, ja, wir haben entschieden, dass wir keine andere Wahl hätten, als Sie zu töten, wenn Sie es erst gefunden hätten. Stellen Sie sich nur vor, die Informationen über das Dexter-Gen würden bekannt. Es würde eine Panik ausbrechen. Das würde alle unsere Pläne durchkreuzen. So viele Menschen haben für dieses Labor ihr Leben gelassen. Warum? War es das wert? Sie werden noch verstehen. Ich sterbe. Aber es gibt noch eine Chance. In dem Labor gibt es einen Gegenstand, der uns alle retten kann. Den hat Kossow gesucht. Den habe ich auch gesucht. Und Wladimir ebenfalls. Sie müssen ihn finden. Ich hoffe, Sie werden wissen, was zu tun ist, wenn Sie ihn sehen. Bitte. Glauben Sie mir. Sie sind unsere letzte Hoffnung. General, angenommen, ich glaube Ihnen. Wer weiß sonst noch davon? Bitte. Bitte gehen Sie. Beeilung. Bald werden andere kommen. Ich bin jetzt nicht mehr wichtig. Im Labor gibt es einen geheimen Raum. Sie müssen ihn finden. Bitte. Ich habe ein ziemlich mieses Gefühl bei der Sache. Ja, es folgt wieder eine Videosequenz, die ihr aber nicht sehen könnt, die ich auch nicht sehen kann. Wir können uns den Sound anhören. So, und der Knaller ist vor allen Dingen bei dieser Videosequenz, die eigentlich gerade dann nur zu hören war, aber nicht zu sehen, sie erklärt sich gar nichts. Man sieht nur, wie der in einen Raum reingeht, dort aus dem Regal etwas nimmt, man sieht nicht mal, was das sein soll, ja, und dann geht er und dann werden sie mit dem Hubschrauber, fliegen sie dann weg. So, das ist das Ende. Also alles in allem muss ich sagen, dass ich das Spiel vom Kampfsystem und so weiter sehr, sehr gut finde. Also sehr interessant, wenn man erstmal kapiert hat, wie es funktioniert. Aber die Handlung ist so ein bisschen, naja. Und das Ende ist irgendwie noch viel dümmer. Also, da hätte man vielleicht mit einer Fortsetzung oder sowas, oder ein anderes Spiel, was in dem gleichen Stil vielleicht ist. Naja, so oder so, ist ja egal. Wir haben es jedenfalls durchgespielt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und da bleibt mir jetzt nichts weiter zu sagen, außer schaut euch noch die Credits an, wenn ihr möchtet. Ich verabschiede mich schon mal. Vielen, vielen Dank an euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Let's Play. Tschüss!